Okay, ich bin bereit, als Erste zu essen, denn ich habe den kleinsten Brokkoli von allen. Das wird schnell gehen. Aber es ist immer noch hässlich, sogar wie es aussieht. Worüber lacht ihr? Ups, habe ich noch Brokkoli auf den Lippen? Ich tue es gleich weg. Kommt schon. Wer von euch probiert als Nächster? Ich nicht. Also Tira, komm schon, genieß den Brokkoli. Ich mag überhaupt keinen Brokkoli, er ist so schrecklich und es stinkt. Probieren wir ihn? Oh, wie ekelhaft, ich will ihn nicht mehr essen. Oskar, lach mich nicht aus. Du hast ja den größten Brokkoli, bald wirst du nicht mehr so lustig lachen. Ich versuche so schnell wie möglich mit meinem fertig zu werden. Seht ihr? Das war's schon. Ich bin fertig. Nun, es war schön, mit euch zu spielen. Oh, lässt ihr mich nicht los? Anscheinend muss ich diesen schrecklichen Brokkoli probieren. Aber bitte setzt mich nicht unter Druck. Ich habe eine tolle Idee. Was ist, wenn ich einen Brokkolisaft pressen würde? What? Das ist lustig. Vielleicht wird der Saft etwas besser schmecken als grüner Brokkoli selbst. Oh, wie viel Saft gibt es in diesem hässlichen Gemüse? Ich bin sogar müde geworden. Aber gleich versuche ich, den Saft zu trinken. Eww. Oskar, wie gefällt dir der Brokkolisaft? Lecker? Haha, wirklich? Wir glauben es nicht, aber wir sind bereit, weiterzugehen. Obwohl, warte. Oskar, stimmt was nicht? Fühlst du dich gut? Was für ein Mist. Tina? Oh Gott, was ist mit dir los? Und Julie auch? Oskar, dein Atem ist atemberaubend. Es ist interessant, was er jetzt bekommen hat. Wer öffnet zuerst? Tina, es ist deine Sternstunde. Oh, du hast ein Fruchtgummi-Auge bekommen. Cool. Und was gibt's bei Oskar? Wow, deins ist noch größer. Oh, yes. Wow, Julie, du hast ein riesiges Fruchtgummi-Auge. Ein Auge eines Riesens. Tina, mach dir keine Sorgen. Vielleicht schmeckt deins am besten. Leute, ihr dürft nicht über Tina lachen. Tina, iss schnell und beweis uns, dass deins am besten schmeckt. Was? Tina, wo ist das Fruchtgummi-Auge hin? Was ist los mit dir? Wie kann ich dir helfen? Wow, wie hast du das gemacht? Geheimnisse der Zauberer sollen Geheimnisse bleiben. Wie lecker. Schade, dass es zu wenig gibt. Ich möchte mehr. Was, soll ich mit dir teilen? Nein, Tina, du bist ja lustig. Ich möchte es genießen. Was willst du? Ich geb's dir nicht, habe ich doch gesagt. Du hast deine Portion für heute schon gegessen. Aber warte. Hier, beiß ab. Ich geb's dir doch nicht. Wie fies bist du denn? Was? Zeigst du mir deine Zunge? Gib dein Auge her! Gib's zurück! Noch ein bisschen Pilze reicht es in zwei Stücke. Leute, ihr müsst vorsichtig mit Leckereien umgehen. Nun, ich hab's doch gesagt, dass es in zwei Teile zerreißt. Okay, Oskar, fang an. Ich hatte nur noch eine Hälfte übrig, das ist völlig unfair. Ich hatte ein cooles, leckeres, großes Fruchtgummi-Auge. Mach dir keine Sorgen, Oskar, ich kann dir einen Löffel geben. Wofür brauche ich den? Wie, um die leckere Marmelade zu essen, du Dummächen? Genau, probieren wir sie jetzt. Wow, sieht so köstlich aus. Lecker. Es ist so toll, ich möchte noch mehr davon. Das sieht sehr köstlich aus. Und wie schmeckt Fruchtgummi selbst? Wow, so lecker, ich esse jetzt ganz auf. Endlich bin ich dran. Was für ein Leckerbissen, ich liebe Fruchtgummi-Augen. So lecker, ich esse gleich alles auf. Oh nein, Leute, ich habe ein Problem. Hilfe, ich komme da nicht raus. Haha, du hast ein Auge anstelle von deinem Gesicht. Es sieht so lustig aus, aber sie steckt wirklich fest. Wir müssen sie rausholen. Tina, lass uns zusammenziehen. Nein, mein Fruchtgummi. Ich hab's noch nicht fertig gegessen. Komm zurück, mein Fruchtgummi. Wow, da ist er schon. Aber jetzt gibt es viele kleine Stücke, die für alle ausreichen. Und das nehme ich für mich selbst. Tina, öffne deine Klosche. Wow, so ein riesiger Burger. So etwas habe ich noch nie gesehen. Was haben die anderen? Julie, was hast du? Oh nein, so ein kleiner Burger. Klitzeklein. Man kann ihn ohne Brille gar nicht sehen. Why? Na gut, sei nicht traurig. Vielleicht wird er köstlich schmecken. Oskar, was hast du? Ein Meter großer Burger. Sieht appetitlich aus. Julie, fangen wir mit dir an.
Okay, aber zuerst muss ich mich umziehen. Ich kann diesen Burger ja überhaupt nicht sehen. Deshalb wird er aus mit eines jungen Wissenschaftlers passend sein. Hier kommt schon der Burger. Ich habe dich gefunden. Probieren wir ihn jetzt? Wow, es war so lecker, aber ich habe nichts mehr übrig. Oscar, jetzt bist du dran. Bingo. Oh, endlich. Ich habe so Hunger. Probieren wir ihn jetzt. Seht mir zu. Ich kann den Burger mit einem Bissen essen. Fertig. Ist es nicht erstaunlich? Das habe ich jahrelang gelernt. Und, Entschuldigung, ich habe das immer nach Burger. Tina, nur du bist noch übrig. Mit deinem Riesenburger. Er ist wirklich zu gigantisch. Wie wäre es besser, es zu essen? Ich versuche hier abzubeißen. Ich habe nur den Salat probiert. Aber wie soll ich es beißen? Ich habe eine geniale Idee. Ich habe hier eine Gabel. Und ich habe ein Messer. Tina, versuch ihn damit zu schneiden. Wow, das war eine super Idee. Probieren wir ihn sofort. Oh, diese Gabel und diese Messer sind zu klein für so einen Riesen. So werde ich ihn sehr lange schneiden müssen. Hier braucht man etwas Größeres. Okay, lass es uns versuchen. Ich gebe meine ganze Kraft, aber es funktioniert immer noch nicht. Hast du noch Ideen? Ich habe gerade eine coole Idee. Ich werde eine Benzinmotorsäge meines Vaters benutzen. Er ist ein Holzfäller und bringt mir an seinen freien Tagen vieles bei. Vielleicht zersägen wir diesen riesigen Burger. Perfekt! Noch ein bisschen, meine Freunde. Fast fertig. Oh, fertig damit. Leute, ihr habt was im Gesicht. Sorry. Okay, lasst uns besser zur Verkostung gehen. Wow, wie lecker er riecht. Was willst du? Darf ich ein kleines Stückchen haben? Was? Willst du einen Burger? Ich weiß nicht. Das ist nicht mal genug für mich. Aber von dem Kleinen kann ich dir einen Salat geben. Genieß es. Jetzt probieren wir dieses leckere Ding. Wow, wie lecker. Köstlich. Leute, wenn ihr es nur ausprobieren könntet. Er ist unglaublich lecker. Ich werde für ein Jahr im Voraus satt mit dem Burger. Das ist sicher. Tina, hast du das wirklich alleine gegessen? Was für eine Überraschung. Es scheint, dass dieser riesige Burger deine Figur etwas beeinflusst hat. Das macht nichts. Das lässt sich wieder ändern. Leute, hört auf zu lachen. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, was Tina hat. Oh, das ist ein kleines Puppet. Und was hat Oscar? Oh, viele kennen diese Puppetgröße. Es lässt sich so cool eindrücken. Jeder Zentimeter des Körpers entspannt sich. Und was hat Julie dann bekommen? Mach schnell auf. Oh ja, ich traue meinen Augen nicht. So viele Blasen kann man unendlich eindrücken. Aber als erste ist Tina dran. Okay, versuchen wir es jetzt. Ich habe das kleinste Puppet. Meine Finger sind zu groß dafür. Worüber lacht ihr da? Ich habe eine geniale Idee. Für ein kleines Puppet brauchen wir kleine Händchen. Mit diesen Fingerchen kann ich ganz genau alles eindrücken. Wie süß. Piu, piu. Piu, piu. Perfekt. Jetzt kann ich unendlich Puppet spielen. Cool. Tina, könntest du Vorstiger spielen? Und ohne kleine Händchen. Dann brauche ich eine coole Idee. Genau. Ein cooler Plan kam mir in den Sinn. Ich kann das Puppet an eine Haarspange kleben. Dann habe ich nicht nur ein Spielzeug, sondern auch eine modische Haarspange. Ist das nicht cool? Ich mag's wirklich. Yes. Und ihr? Cool, ich wusste, dass es euch gefallen wird. Endlich bin ich dran. Ich habe auch eine tolle Idee. Bingo. Ich kann eine Hülle für mein neues, cooles Handy aus dem Puppet herausschneiden. Lenkt mich nicht ab, Mädels. Und ich bin fertig. Jetzt bleibt mir nur noch das Handy mit der Hülle zu dekorieren. Ausgezeichnet. Yes! Bitte nicht anfassen, das ist meine eigene coole Idee. Wie cool es klickt, das entspannt. Entspannt mich so sehr. Tina, du kannst mich ganz genau verstehen. Verdammt, jetzt hat jeder schon coole Sachen mit einem Puppet. Aber nur ich nicht. Vielleicht mache ich auch etwas unglaublich Cooles. Aber ich muss ein wenig nachdenken mit einem Puppet spielen. Genau. Ihr werdet gleich so begeistert sein. Für meinen coolen Lifehack brauche ich einen Faden und eine Nadel. Perfekt. Es hat funktioniert. Jetzt nähen wir die gegenüberliegenden Seiten zusammen.
Und befestigen einen modischen Riemen. Super, meine neue modische Handtasche ist fertig. Jetzt kann ich überall Poppy spielen. Hey, nehmt eure Hände hier weg. Julie, Oscar und Tina sind bereit, die Challenge zu beginnen. Sieht so aus, als würde Oscar den Tresor zuerst öffnen wollen. Wow, es sieht so aus, als wäre da etwas Abscheuliches drin. Was ist das? Oh, das ist eine Zwiebel. Was für ein Mist. Muss ich wirklich? Na gut. Ich habe keine Angst vor einer dummen Zwiebel. Und los. Möchtest du auch ein Stück, Tina? Ich kann's nicht mehr essen. Aber ich muss. Komm schon, Oscar. Es bleibt noch ein bisschen. Ich bin schon im Halbfinale. Und noch ein Stück. Puh, das ist so abscheulich. Wie viele dieser ekelhaften Zwiebeln gibt es noch? Ich weine nicht, das sind nur Tränen. Puh, ich glaube, ich bin fertig. Was? Noch eine? Auf keinen Fall. Eine weitere Zwiebel passt einfach nicht in mich herein. Oh nein, es tut mir leid, ich konnte es nicht in mir halten. Und es kommt eine nächste stinkende Welle. Bloß nicht, wir brauchen keine weitere Welle. Wir müssen die Situation sofort retten. Hier ist es, Oscar. Ha, eine ganz andere Sache. Na gut, ich glaube, ich bin jetzt an der Reihe. Mal sehen, was dieser Tresor für mich vorbereitet hat. Wow, das ist eine Regenbogentorte. Euer Ernst, ich liebe sie einfach. Weg von hier, Leute. Gleich werde ich meine wunderbare Torte genießen. Was? Soll ich sie mit euch teilen? Nein, vielleicht ein anderes Mal. Haha. Was für ein köstlicher Regenbogen. Ich möchte meine Torte langsam genießen. Tina, öffne schnell deinen Tresor. Okay, wir werden es gleich sehen. Was ist das denn? Es sieht interessant aus. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Pollen gegessen werden kann. Interessant. Wofür ist er da? Er ist so faszinierend. Oh, irgendwie will ich jetzt schlafen. Ja, ich glaube, etwas stimmt nicht mit diesem Pollen. Oscar, was steht da auf dem Glas? Schläfriger Pollen? Wow, und was soll ich jetzt tun? Tina befindet sich in einem starken Schlaf, genau wie Dornröschen. Was könnte uns helfen, sie aufzuwecken? Sieht so aus, als hätte Oscar eine Idee. Wow, wie abscheulich ist das denn? Aber es hat funktioniert. Tina geht es wieder gut. Hey, Leute, was habt ihr vor? Wollt ihr eine Art Prank veranstalten? Oh nein, ich glaube, ich weiß, was ihr wollt. Gleich wird unsere schöne Rose magisch. Ja. Und es ist Zeit zu handeln. Okay. Hey, Julie, du siehst heute super aus. Genau wie diese wunderschöne Blume. Sie ist für dich. Oh, wie hübsch. Danke, Oscar. Ja, Leute, sowas machen Freunde nicht. Auf der anderen Seite, wenn so eine schöne, leckere Torte auf dem Spiel steht, träum schön, Julie. Und guten Appetit, Leute. Neue Tresore. Juhu. Es sieht so aus, als ob Tina dieses Mal anfangen möchte. Viel Glück. Wir werden es gleich sehen. Und was für ein Leckerbissen haben wir hier? Hey, das sind Zitronen. Leute, könnt mir das nicht antun. Wie kann ich Zitronen essen? Direkt mit der Schale? Oh, na gut. Offensichtlich kann ich es nicht vermeiden. Der erste Biss. Oh, wie sauer. Ich verziehe mein ganzes Gesicht vom sauren Geschmack. Und ihr lacht mich auch noch aus. Ich würde euch gerne sehen, wenn ihr Zitronen kaut. Oscar, öffne deinen Tresor. Ja, wir öffnen. Und was haben wir hier? Ich glaube, dass ich etwas wirklich Cooles bekommen habe. Haha. Es hat geklappt. Na gut, Mädels. Dieser Cocktail gehört mir. Und ich werde ihn nicht mit euch teilen. Was für ein Leckerbissen. Julie, öffne deine Tresor. Interessant, was da drin ist. Wow, es sieht aus wie ein Schmuckkästchen mit einem Medaillon. Was für ein interessantes Ding. Und wozu brauche ich ihn? Er passt nicht zu meinem Kleid.
Oh, da ist eine Uhr drin. Vielleicht ist es eine Stoppuhr, oder? Seltsam. Hey, Leute, was ist los mit euch? Haha, es sieht so aus, als könnte diese magische Uhr die Zeit stoppen. Es tut mir leid, Oscar, aber ich werde diesen Cocktail gleich austrinken. Und meine Leckereien. Haha, wie lecker. Ja, die Uhr ist ein wahres Wunder. Oh, Tina, ich hatte dich fast vergessen. Irgendwie hat Julie sehr Spaß daran. Zuerst hat sie Oscars Cocktail getrunken und jetzt die arme Tina verarscht. Sie hatte so viel Pech mit ihren Zitronen. Und, war's das schon? Nein. Julie, was hast du diesmal vor? Oh, sieht so aus, als ob Oscar eine kleine Verwandlung erwartet. Seit wann bist du eine Kosmetikerin, Julie? Interessant, was malt sie dort? Haha, jetzt, Oscar. Jetzt sieht sie passend aus. Wo ist meine magische Uhr? Und bumm! Willkommen in der Realität, Leute. Ich hoffe, ihr mögt meine Überraschungen. Was für ein Spaß. Hey, Oscar, steht dir sehr gut. Du solltest so zur Schule gehen. Was ist passiert? Was? Ich sehe aus wie ein Clown? Was für ein Horror. Wie kann ich das abwischen? Und seid ihr bereit für die nächste Challenge? Es sieht so aus, als hätte Julie eine Idee. Oscar, öffne ihn. Nein, als erster öffnet Julie. Ich kann es kaum erwarten, meinen Tresor zu öffnen. Wow, da sind ja Pringles-Nudeln. Die sind so lecker. Oh, wir müssen einen größeren Bündel nehmen. So. Schaut nicht hin. Kann eine Dame nicht mal in Ruhe essen? Lecker, ich kann nicht aufhören. Ich muss alles bis zum letzten Krümel essen. So, ist es noch etwas übrig? Was für ein Glück. Und wer ist der Nächste? Okay, ich bin jetzt dran. Das ist Tabasco-Soße. Wie soll ich das verstehen? Muss ich sie essen? Sie ist doch sehr scharf. Na gut, kein Problem für mich. Und eine Flasche mit irgendeiner Soße wird mich definitiv nicht erschrecken. Und wir probieren sie mal. Wie heiß! Was ist das für eine Soße? Ich werde verbrennen. Ja, ich werde währenddessen meinen Tresor öffnen. Schauen wir mal herein. Wow, wie schön. Ich liebe Schnee. Dieser Ball ist so faszinierend. So. Oh nein, wie kalt er ist. Oh nein, Tina, du solltest vorsichtig sein. Dieser Ball hat eindeutig magische Eigenschaften. Oh, das habe ich dir gesagt. Tina hat sich in ein Stück Eis verwandelt. Und Julie auch. Oscar, du bist unsere letzte Hoffnung. Du musst die Mädchen retten. Sieht so aus, als würde Oscar seine scharfe Tabasco-Soße gebrauchen. Haha, gleich wird es heiß hier. Passt auf! Wow, Oscar, es hat wirklich funktioniert. Aber es sieht so aus, als hätte Oscar es mit der Soße ein wenig übertrieben. Julie, jetzt bist du dran, deinen Freund zu retten. Oh, das ist ja die gleiche Hose. Aber wozu? Eine tolle Idee, Julie. Ja, mit so einer guten Teamarbeit werden unsere Teilnehmer definitiv eine gute Arbeit leisten. Ihr wart cool und wir sehen uns bald wieder. Hallo Mädels, was habt ihr unter den Kloschen? Julie hat Hühnerfüße, ew. Und Mia hat ein Happy Meal, toll. Ich frage mich, wessen Kombination mit Schokolade besser schmeckt. Was hat man mir ins Happy Meal gelegt? Wow, da ist Pommes und ein Burger. Das passt mir. Ich probiere jetzt eine Kartoffel. Cool. Wie lecker. Und mit Schokolade? Okay. Wow, schmeckt. Man kann die ganzen Pommes mit Schokolade übergießen. Das ist sehr lecker, Julie. Oh, really? Es gibt keine Pommes mehr. Dann kommen wir zum Burger. Ich werde ihn sofort in Schokolade eintauchen. Mit Pommes hat es mir gefallen, also wird es auch mit dem Burger köstlich. Es ist wahnsinnig lecker. Julie, es tut mir leid, dass du das nie probieren wirst. Ich kann nicht aufhören.
Ich möchte es komplett aufessen. Mia, was du für einen Appetit hast. Ich sehe, dass dir das Happy Meal mit Schokolade wahnsinnig gut gefallen hat, sodass du deine Finger ableckst. Julie, du bist dran, Hühnerfüße mit Schokolade zu essen. Ich habe eine geniale Idee. Wir werden uns jetzt amüsieren. Hey, was machst du denn? Es sind nur Hühnerfüße. Wir müssen nicht dringen. Okay, ich probiere die jetzt. Ich brauche mehr Schokolade, um diesen schrecklichen Geschmack sicherlich nicht zu spüren. Es schmeckt, als würde ich die zerknitterten Fingerchen meiner Großmutter essen. Ekelhaft. Es hilft nicht einmal Schokolade. Julie, du bist so toll, dass du alle Füße isst. Du wirst in der nächsten Runde sicherlich Glück haben. Wenn es dir wirklich nicht gefällt, kannst du diese Hühnerfüße mit Schokolade aus dem Brunnen trinken. Wird Mia die Erste sein? Nein? Warum, Julie? Sie will wirklich. Hurra! Mia, zieh deine Klusche hoch. Wow, du hast eine Zitrone auf einem Stock bekommen. Oh ja. Sauer mit Süß sollte gut kombiniert werden. Mach dir keine vorzeitigen Sorgen. Julie, was hast du? Wow, ein Lutscher und ein Farbtupfer. Ja, ich kann schon ahnen, wie sehr du es genießen wirst. Ich will es nicht essen. Zitronen sind doch sehr sauer. Wenn Mia nicht will, fange ich an. Ich gieße ihn zuerst in Schokolade. Und dann tauche ich es in süße farbige Streusel ein. Oh, wie schön. Nein, isst deine Zitronen mehr. Zitronen, okay. Ich versuche es ohne Schokolade. Ew, sauer. Und jetzt mit Schokolade. Es muss viel besser sein. Es ist ja Schokolade. Sie wird alles versüßen. Probieren wir? Obwohl, ich habe eine Idee. Julie, schau, da kommt Barbie. Also, während sie abgelenkt ist, werde ich diese Zitrone in Schokolade werfen. Oh, Julie, du hast es falsch verstanden. Okay, okay, ich esse es jetzt. Ich habe zwei ganze Zitronen und einen ganzen leckeren Brunnen. Probieren wir. Wie sauer ist es. Aber Schokolade hilft ein wenig. Ah, fertig. Ich habe alles gegessen. Seid ihr zufrieden? Ich spüre meinen Mund nicht mehr. Wie sauer. Will Mia wieder die Erste sein? Komm schon. Wow, Kekse. Du hast großes Glück. Aber Julie irgendwie nicht so. Garnelen. Mia isst du zuerst, während Julie sich auf die Garnelen-Schokolade vorbereitet. Kein Problem. Dieser Keks ist so lecker und Schokolade wird es noch verbessern. Mmh, mein Speichel fließt. Wie lecker. Willst du meine Kekse? Sei nicht dumm, iss deine Garnelen. Mir selbst reichen drei Stück nicht aus. Ich esse gleich die letzten zwei und dann, was soll ich danach essen, wenn ich nicht genug habe? Wenn ich nicht satt werde, werde ich wütend und traurig sein. Und brauchen wir es? Ich weiß, was wir genau brauchen. Schauen, wie du die Garnelen isst. Garnelen, ich will nicht. Okay, vielleicht sind sie besser mit Schokolade. Probieren wir. Ich beiß schon ab. Mensch, was für ein Horror. Wie isst man es? Sie sind schon an sich schlimm, aber mit Schokolade sind sie noch schlechter. Es scheint, die Garnelen haben die Schokolade sogar verdorben. Okay, ich bin gleich schnell mit allen fertig und weiter werde ich sicherlich Glück haben. Wer gewinnt und zieht als Erste die Klosche? Unentschieden. Oh, Mia, öffne sie lieber. Es ist interessant zu wissen, was du hast. Wow, du hast Gummibärchen-Spaghetti bekommen. Es ist sehr lecker. Freu dich. Haha, Mia, du bist so eine Lustige. Julie, was ist unter deiner Klosche? Mensch, das sind brennende rote Paprika. Was für ein Horror. Man sagt, dass nach ihnen der Mund eine Woche lang brennt und aus dem Mund Feuer kommt. Julie, du musst die essen. Davon kannst du nicht weglaufen. Sie sehen sogar beängstigend aus. Ich will sie nicht essen. Vielleicht besser mit Schokolade. Okay, probieren wir. Vielleicht ist es besser so. Schneller, schneller zu essen. Okay, nein, Schokolade hilft nicht. Alles brennt. Ich tue es nie wieder. Mia, zwing mich nicht. Okay, okay. Wieso schreist du dann? Ich esse gleich alles. Ich bin ein Wolverine oder ein Tiger. Ich habe mich noch nicht entschieden. Brennt! Hilfe! Hier ist Wasser. Hurra! Mir geht's besser. Oh,
Okay, und ich habe Nudeln bekommen. Also muss ich sie entsprechend essen. Ich werde es wie ein echter Samurai mit Stäbchen essen. Mmh, ich hoffe, es schmeckt gut. Awesome! Mmh, mit Schokolade ist es eine Bombe. Okay, jetzt versuchen wir den Teller zu füllen. Oh, really? Wow, ich habe Gummibärchen-Schokoladen-Spaghetti bekommen. Es sollte entzückend sein. Julie, du wirst eines Tages auch großes Glück haben. Ich bin fertig. Was ist unter meiner Flasche? Io, das ist ein stinkender, fauler Fisch. Wie er stinkt. Mir hilft nicht einmal Schokolade. Und bei mir, wow, ein Hotdog. Cool, mit Schokolade habe ich es noch nicht probiert. Endlich hatte ich Glück. Ich sehe schon deinen schlauen Blick. Mia, ich teile es mit dir nicht. Selbst die beste Freundin möchte es nicht mit mir teilen. Soll ich Fisch essen? Okay, okay. Mit Schokolade wird es köstlich sein. Oder auch nicht. Ich habe alles gegessen. Das war aber ekelhaft. Ich rate niemandem, es zu wiederholen. So, und jetzt mein köstlicher Hotdog. Jetzt tauchen wir es in Schokolade ein und probieren. Das schmeckt sehr gut. Ich rate jedem, es zu versuchen. Mmh, zum Fingerlecken. Mädchen, öffnet gleichzeitig. Io, Mia, du hast eine stinkende Zwiebel bekommen. Dein Glück ist offensichtlich irgendwo weit weg. Aber Julie hat ein ganzes Tablet mit Cupcakes bekommen. Mmh, wie schön, bunt. Probier sie schneller und ärgere Mia nicht. Ich habe so lange auf Glück gewartet und hier ist es, Regenbogen-Cupcakes. Mmh, wie lecker sind sie. Ich werde definitiv alles essen, alles, und Schokolade wird mir dabei helfen. Mmh, bombastisch. Was willst du mir? Mit dir teilen? Cupcakes? Natürlich darfst du. Hier, aber zuerst werde ich sie essen. Haha, lachst du? Das Glück ist endlich an meiner Seite. Ich werde sie nicht mit dir teilen. Ich gebe dir meine Cupcakes nicht. Du hast leckere Zwiebeln. Iss sie. Okay, probieren wir Zwiebeln mit Schokolade. Mal Experimente, Kombination. Vielleicht würde es mir gefallen. Nein, eindeutig nein. So etwas werde ich sicher nie verstehen. Von dieser Zwiebel will ich auch noch weinen. Ich weiß nicht mal wovon. Davon, dass ich es esse oder weil es nicht schmeckt. Danke, Julie, für deine Unterstützung. Aber ich habe eine Idee. Damit ich nicht weinen muss, klemme ich mit einer Wäscheklammer meine Nase zu. Mensch! Oh, tut mir leid. Mädchen, wir wollen schneller wissen, was ihr bekommen habt. Macht auf! Das sind ja wieder Meeresparasiten. Austern, was für ein Horrormeer. Und was hat Julie? Wow, Marshmallow, lecker. Ja, ich habe wieder Glück gehabt. Ich bin so froh, dass ich sowas Leckeres habe. Fügen wir ein bisschen Schokolade hinzu. Und noch ein bisschen Farbe, Streusel. Awesome! Mmh. So, schmeckt es sehr gut. Ich habe nicht einmal dran gezweifelt. Das ist fantastisch. Mia, du bist dran. Ich habe stinkende Meeresaustern. Sie sind so schrecklich und auch noch lebendig. Wie isst man die denn? Oh, was ist das? Eine spezielle Gabel für Austern? Lass uns probieren. Vielleicht fülle ich die Schale mit Schokolade, damit die Austern trinken können. Oh, ich möchte es nicht probieren. Ich weiß schon, dass es mir nicht gefallen wird. Wie, es war schrecklich. So eine Kombination kann ich niemandem empfehlen. Aber ich habe noch zwei Austern übrig. Sie müssen auch gegessen werden. Beide auf einmal, sodass es schneller geht. Ew, es ist schrecklich. Mia, du bist so toll, dass du alles essen konntest.